Wir bauen heute unser eigenes Clash of Clans Dorf in Fortnite. Bist du bereit, Seville? Ich bin bereit. Ich hab gehört, mein Dorf wird dich heute bezwingen. Bro, dein Dorf, ich werde dein Dorf angreifen. 3, 2, 1, rein geht's. Und go. So, okay, so. Bei mir ist schon vorbei. Ich habe hier schon Bäume niederbauen. Okay. Bro, Rathaus Level 100. Junge, ich baue hier ein Rathaus Level 10.000. Ey, kann ich jetzt nicht schon... Hä, kann ich hier abbauen? Ah, nee, der baut automatisch ab. Guck mal hier, da ist so eine Axt, Bro. Die baut selber ab. Zack, Leute, hier, guck mal, der baut selber ab. Wir müssen gar nichts machen. Und ich hole jetzt erstmal gleich die Central Area. Das Ding ist, Bro, wie kriegst du dein Gold? Ich bekomme kein Gold. Wie, du bekommst kein Gold? Ich bekomme kein Gold. Also Retalk. Wie? Bei mir steht ein Gold noch immer pro Sekunde. Ja, ja, du kriegst das Gold doch in Inventar, du dumm Schüler. Aber es wird. Ja, aber ich bin da drauf gegangen, das ging nicht. Ah, jetzt geht's. Okay, sorry. Was laberst du? Junge, sorry. Du hast es nicht gesehen, Junge. Ich hab Sweet Talk nicht gesehen. Sorry, Leute, das war mein Fehler. Ja, da merkt man, wie doof du bist, Junge. So. Da war ich gerade echt wieder sehr, sehr doof. Okay, Freunde, hier, ich weiß jetzt nicht. Ich angle jetzt hier einfach mal, Freunde. Weil ich glaube, dass vielleicht die Fische uns später ein bisschen Geld geben können. Weil da hinten können wir. Warte mal. Ich muss mal gleich gucken, wie teuer das nächste ist, was wir freischalten für unser Dorf. Aber erstmal, so eine kleine Fishing-Stelle hier ist ganz gut. Wir benötigen für das da hinten General Store $20. Okay. Oh, und hier können wir Fische verkaufen. Oh mein Gott. Okay, das ist OP. Das ist sehr, sehr okay. Und für die Schmiede benötigen wir $200. Ich würde jetzt erstmal die Schmiede sogar fertig machen. Dafür brauchen wir jetzt noch ein, zwei Fische, die wir verkaufen können. Ja, vorbei. Seville, für dich ist vorbei. Ist vorbei, meinst du? Also für dich ist safe vorbei. Ich habe jetzt, ich hab jetzt schon... Ja, Rom, sag du, komm. Ja, was hast du? Bro, ich habe schon richtig viele Fische. Wie viele Fische hast du denn? Wie viele Fische hast du denn? Hör, hier ist deine Mutter. Ich habe deine Mutter den langen Aal gefangen. Stark, Leute, dass Stani auf Eltern geht, wie immer. Man so, kennt's ja nicht anders. Hier, deine Oma habe ich auch gefangen, Bro. Oh. Was? Alter, Stark. Krank. Hört ihr das, Leute? Okay. Stani geht einfach auf Eltern. Also ich werde hier gleich nächstes Rathauslevel hochsteigen und dann wird es für dich ein großes Problem geben. Ich habe gerade dein Dorf angegriffen. Ich konnte gar nichts angreifen, weil doch nichts gebaut worden ist. Deswegen was redest du? Ich bin so weit... Du hast doch nicht mal gecheckt, wo du Geld bekommst. Natürlich beim Fischen. Ich bin nicht blöd, so wie du. Okay, vorbei, Freunde. Vorbei. Die Schmiede. Oh mein Gott. Du tust falsche Sachen freischalten. Ich sag's dir schon mal jetzt. Also, Freunde, wir machen jetzt 20 Gold die Sekunde durch die Schmiede. Und ich habe gesehen, wir müssen können danach eine Farm kaufen. Und ich glaube, wenn wir die Farm haben, Leute, die kostet zwar $2.500, aber die wird unser Dorf nochmal absolut krass upgraden. Deswegen, glaube ich, werde ich jetzt hier erstmal ein paar Fische angeln, um nochmal zusätzlich Geld zu bekommen. Ich mache schon $20 die Sekunde. Ich auch. Was laberst du? Bro, Real Talk, ich mach so viel. Ja, ja. Was holst du dir jetzt? Was holst du jetzt? Bro, ich weiß, ich glaube, ich hol mir die Armory jetzt. Na, hast du die schon? Ich hol mir die Armory Bro, jetzt. Bro, laber. Ich hol mir jetzt die Armory. Er hat die schon, Freunde, er hat die schon. Krass. Und die gibt auch nochmal einen guten Boost, meiner Meinung nach. Ja, finde ich auch. Oder hast du dir eher die Farm geholt? Nee, ich habe mir die Armory geholt. Weil die gibt noch mal eine schöne Waffenherstellung. Guck mal, Rüstungsschmiede, Waffenherstellung, das bringt schon gut Kohle. Okay, auf korrekt. Ich habe noch keine Armory. Ich hole mir dafür die Farm, aber um zu gucken, was Junge, die Farm was bringt. Bist du denn für ein Lügner? Was bist du? Sag mal ehrlich, was bist du denn für ein Lügner? Wenn wir mal alle Videos mitzählen, wie oft du schon gelogen hast, Bro, das geht gar nicht. Oh, guck, ey, guck, was sogar Lotti sagt. Ja, Lotti dreht durch. Die dreht immer durch, wenn hier ein Auto lang fährt. Leute, es ist sogar Lotti sagt, dass Stani ein Lügner ist. So, ich hole mir jetzt die Farm, Bro, weil ich habe dich natürlich veräppelt. Alles Junge, gut. Du denkst, ich habe ja so viel Geld. Digga, ist nicht normal. Du denkst doch nicht wirklich, dass ich mir zuerst die Dings hole. Also komischerweise, deine Farm steht noch gar nicht. Oh mein Gott, wie viel Gold ich jetzt mache. Ja, vorbei. Das ist durch vorbei. Die Farm machst du jetzt richtig viel Gold, ja, ne? Ja, voll viel Gold. Okay. Yo, wie teuer ist das denn, Leute? Oh, was ist das denn? Yo. Okay. Was hast du denn? Oh mein Gott. Oh, jetzt ist die Frage, was wir uns holen. Jetzt ist wieder vorbei, Leute. Jetzt, also ich sag ehrlich, mein Dorf ist schon sehr, sehr gut ausgebaut. Okay. Oh. Ja, oh mein Gott, mein Dorf ist unnormal krass geworden.
So. Guck mal bitte. Wie viel Geld machst du die Sekunde? Ich mache gerade die Sekunde mit der Armory und alles drum und dran, was ich habe, $250. Okay. Guck doch mal, wie mein Dorf aussieht, bitte. Junge, ich ja, hab schon Zaun gebaut, alles. So. Zaun, alles weil gebaut. Du die Walls gebaut hast halt und alles so, ne? Ja, hast du die Walls? Hast du die Walls? Das ist die Frage. Die Walls habe ich noch nicht, ne, brauche ich aber auch nicht. Ja, also bitte rede nicht, Bro. Also du bist nicht mal Walls ansatzweise soweit. Ich denke mal, also ich denke mal, ich habe einen guten Vorteil, weil ich eine Sache gekauft habe, die du nicht auf dem Schirm hast. Guck mal. Und ich. Oh, jetzt ist schon entscheidend, was man kauft, ne? Und ich angel auch deutlich besser wie du. Okay. Also bist auch der bessere Angler anscheinend. Ja, die Frage ist jetzt, was man jetzt hier als nächstes kauft, was halt am meisten bringt, ne? Das ist jetzt halt die Frage. So. Aber ich gehe jetzt hier erstmal ein bisschen auf Angeltour. So, nebenbei noch ein bisschen Geld verdienen. Also ich glaube, ich weiß, auf was ich gehe. Auf was gehst du? Ah, ich weiß nicht, Bro. Ja, sag doch mal. Vielleicht, nö, alles gut. Ich habe gehört, man kann mit dem Wikinger-Schiff ein bisschen rumreißen. Ah, okay, er geht aufs Wikinger-Schiff, Leute. Das ist natürlich wieder der typische Seville-Fehler, so nenne ich ihn gerne. Ja. Wer sagt denn aber das Wikinger-Schiff wohl? Hast du gerade gesagt. Ich meinte nur, damit kann man rumreißen. Ich hab's ja nicht geholt. So, jetzt. Das Ding ist, Leute, was holen wir uns als nächstes? Entweder dieses Taylor. Ich glaube halt, dieses Taylor wird OP sein. Ich sag euch, Real Rap, dieses Taylor könnte es wirklich sein. So, wir müssen jetzt nur noch ein bisschen Geld sparen. 20.000, wir müssen noch ein bisschen angeln. Leute, das Ding ist, ich werde mir, glaube ich, wirklich jetzt erstmal das Wikinger-Schiff holen. Weil, ey, ansonsten das andere würde viel zu lange dauern. Ich glaube halt, das Wikinger-Schiff wird nochmal ein bisschen Goldboost geben. Deswegen holen wir uns erstmal das Wikinger-Schiff. Wir haben jetzt auch gleich $10.000. Also, ich hoffe, das Wikinger-Schiff gibt nochmal einen Boost. Es muss einen Boost geben. Uns fehlen jetzt noch $300 und... Oh, und hast du schon was? Oh, hast du schon was gekauft? Gott. Stani? Hallo. Oh mein Gott, Leute. Ich habe keine Waffe dabei. Nein, ich habe keine Waffe dabei. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir kriegen da extra... Oh, wie viel Gold kriegen wir da? Okay, deswegen muss ich eine Waffe mitnehmen. Ey, das war so krass. Können wir uns als nächstes das hier holen? Was hast du denn geholt? Was hast du jetzt? Ich habe mir den TaylorMade geholt. Kann ich das nicht mitnehmen? Hast du den Taylor geholt, sagst du, oder was? Ja, ich habe mir den TaylorMade geholt. Warum? Okay, okay. Was hast du dir geholt? Ich hab mir was anderes geholt. Und mach jetzt einen Raid, Digga. Ich mach jetzt einen Raid. Oh mein Gott, ich fahr! Bro, was für ein Raid machst du denn? Leute, Leute, oh mein Gott, okay, GG, Bro. Nein, ja, du, ist GG. Sag mir nicht, du hast dir das Schiff geholt. Bro, ist GG. Ist GG. Bro, ist glaub GG. Warum? Oh mein Gott, Leute, ich habe jetzt eine kranke Idee. Bro, ich kann jetzt nicht reden. Warum nicht? Ja, ich kann nicht reden, Bro. Was für ein Raid machst du? Sag mal bitte ehrlich. Bro, ich verkauf Kratz. Warte mal. Bro, ich kann nicht reden. Was los, Sammy? Was los? Ich kann nicht reden. Ist das so heftig, was du machst? Das ist so heftig. Bitte, gib mir... Hä? Warum sind meine Waffen weg von meiner Armory jetzt hier? Für was brauchst du denn Waffen? Ja, weiß ich ja nicht. Du hast es doch eh schon, Digga. Für was labe ich mit was, dir? Was habe ich? Ach, Digga. Du hast ja auch nicht das Taylor-Dinger geholt. Du hast auch den Dinger geholt, das Schiff. Woher willst du das wissen? Weil, Digga, weil du schon so redest, so komisch. Ich bin doch nicht blöd. Ja, aber ich frage mich, was das bringt, Bro. Dieser Raid-Freunde. Ich frage mich, was das bringt. Nix bringt das. Warum? Doch, dass der Raid bringt was. Also er bringt... Leute, jetzt check ich. Ich check's. Guck mal jetzt der gleich. Der bringt gar nichts, der Raid, Digga. Nee, der bringt echt gar nichts. Der bringt gar nichts, Leute, der Raid. Und zwar, wir haben Items bekommen und ich glaube, wir können die Items jetzt verkaufen. Und zwar, ich habe 28 Knochen bekommen. Ja. Guck mal hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das OP. Okay, ist das OP. Bro, das ist so OP. Junge, ich habe jetzt $15.000. $15.000. Junge, für die kurze Geschichte. Gut, wir müssen jetzt nochmal hin. Aber ey, bist du schon im Raid? Raid bringt gar nichts, sag dir ehrlich, Alter. Raid bringt gar nichts. Okay. Also so schlecht gemacht. So schlecht gemacht. Raid bringt gar... Oh, Raid bringt gar nichts. Na, finde ich auch.
Ich finde auch jetzt, dass der Raid nichts bringt, Bro. Also was bringt denn der Raid? Ich finde es einfach nicht heraus, Bro. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Der Raid bringt irgendwelche gewissen Vorteile mit sich. Also er bringt Vorteile. So sieht's aus. Aber was für Vorteile? Weiß ich nicht. Du bist da doch selber bestimmt, Digga. Ich brauch, Digga, jetzt laber mich nicht voll. Nee, ich bin hier nicht im Raid. Mann, Seville, bitte helf mir. Bitte, Seville. Du bist so bescheuert. Mann, Seville, Uno. Sevillini. Stark, da stand ihn wieder ein verarscht, Freunde. Man kennt ihn ja nicht anders. Stark, da hast du wieder Leute hier verarscht, einfach. Nein, so. Nein, Seville, ey, bitte, du musst mir doch nur helfen. Also der Raid ist schon gut, aber ich finde, Angeln bringt irgendwie mehr. Ich sag dir Real Rap. Findest du, Angeln bringt mehr? Safe, 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 safe. Wie viel Geld hast du gerade? Das ist Betriebs... Dorfgeheimnis. Mein Gott, Freunde. Okay, vorbei, vorbei. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ja? Ich hab gewonnen. Oh, okay. Ich werde gleich neues Rathaus holen. Okay. Und... Oh, Leute, das war eigentlich auch nicht schlecht. Das war auch nicht einfach, schlecht. Ich hab jetzt einfach so viel Kohle, Digga. Ich kann mir den Altar instant holen. Nein. Ja, instant, Bro. Rede. Wie holst instant. Du dir den Altar? Wie hast du den geholt? Sei mal ehrlich. Oh, mit richtig viel Geld. Alter, wie krass der auch aussieht, ne? Aber was hat der gebracht? Was bringt der? Alter! Wie viel Geld machst du denn jetzt pro Sekunde? Bro, das ist ja geisteskrank, was man hier durch den Altar machen kann. Was kann man denn durch hier machen? Das ist schon heftig, Bro. Ich kann Items einfach abgeben und dann kriegt man richtig krasse Sachen. Bro, was laberst du wieder für ein Böse? Warum? Ist doch so. Was für Items kannst du denn da abgeben? Hey, Bro, Diamanten und so. Hast du noch keine Diamanten? Hä? Warum lachst du? Was so eine Scheiße. Ja, jetzt mal ehrlich, hast du schon den Altar oder nicht? Jetzt mal Real Talk. Ich hab ihn schon, ja. Deswegen. Und, also. er bringt gar nichts, Bro. Hä, doch? Er bringt gar nichts. Was laberst du? Bei mir bringt er gar nichts. Okay, dann sammelst du die falschen Items, Digga. Weiß ja nicht. Dann ist er vielleicht verbuggt bei mir. Woher kriegst du denn die Diamanten, Bro? Das sind diese Kristalle. Ah, woher kriegst du die? Ich kann dir doch nicht alles immer verraten, Alter. Der hat sich bestimmt den Altar geholt. Hä? Und der bringt gar nichts. Du meinst? Also ich habe hier was anderes. Wie viel Gold machst du gerade die Sekunde? Darüber kann ich nicht reden. Nee, sag mal bitte, wie viel Gold du gerade die Sekunde hast. Nein, mach ich nicht. Junge, du glaubst gerade gar nicht, was ich hier am Farmen bin. Oh mein Gott. Ich bin hier gerade nämlich Super Orbs am Farmen. Super Orbs. Super Orbs. Du hast richtig gehört, Sevelino. Bro, ich weiß aber nicht, ob das mehr bringt als meine Raids hier, ne? Was? Du, nein! Du machst immer noch Raids. Ja. Oh mein Gott, Freunde. Oh. Ja, am Ende werden wir erst sehen, wer weiter ist. Ja, am Ende werden wir sehen, wer weiter ist. Und ich sag nur, du wirst es nicht sein. Ja, guck mal. Weil es gibt eine Sache. Sag mal ehrlich, wie viel Geld die Sekunde machst du gerade? Mach ich nicht. Bitte, ich sag, wie viel ich mach. Mach. Ich mach $150 die Sekunde. Okay, das ist strong. Das ist gut. Also mach ich da mehr wie du oder weniger? Kann ich nicht sagen. Ich mach mehr wie er, Leute. Let's Kann go. Kann ich nicht sagen. Let's go. Ich mach mehr wie Seville. So, und dann werden wir jetzt mal hier das Schiefhaus holen. Zack, das Schiefhaus? Ja, das Schiefhaus. Das Chief of Police House. Oh mein Gott, wie viel Geld ich mach, Leute. Wie viel Geld. Yo. Wie viel Geld habe ich? Wie viel Geld machst du? Oh mein Gott, ich mach grad so viel Geld. Okay, vorbei. Ich muss mich muten. Sorry, Seville. Okay. Freunde, wir haben gerade so viel Kohle gemacht, das ist unnormal krank. Und damit können wir... Nein, wir können uns gleich die Mine holen. Und ich glaube, in der Mine kriegen wir nochmal Diamanten, Leute. Und diese Diamanten geben uns natürlich nochmal einen krassen Boost, meiner Meinung nach. Das Ding ist, ich glaube, es lohnt sich jetzt nicht nochmal einen Raid zu machen. Ich werde jetzt hier warten, bis ich die Sachen habe. Nein, du hast ja wirklich den Altar geholt. Bro, hab ich schon. Bro, dann guck ich mal kurz, was der Altar bringt, Freunde. Wir gucken mal kurz, was der Altar bringt. Oh, das ist ja wirklich was mit Diamanten, aber das Problem ist... Bro, du checkst das nicht, ne? Wie viel Geld man dadurch kriegt, ne? Ja, okay.
Bro, ich hab so viel Geld auf der hohen Kante, gerade ist nicht normal. Wie viel Geld hast du denn auf der hohen Kante? Jawohl, also ich sag dir ehrlich, du hast doch noch gar nichts. Du hast sechsstellig. Bro, ich spar ja und kauf andere Sachen wie du. Oh mein Gott! Okay, vorbei, Leute. Vorbei. Okay. Hä, was bringt das jetzt hier? Oh mein Gott, was kann ich denn da? Was bringt das, Leute? Was bringt das? Nein! Guckt euch das an, Leute. Guckt euch das an. Das bringt... Oh Gott. Leute, es bringt irgendwie Diamanten. Ich weiß zwar nicht, in welchen Abständen, aber das bringt irgendwie Diamanten, wenn ich hier raufhaue. Nee, oder auch nicht. Hä? Oder muss ich das jetzt erst verkaufen? Ich check das nicht, wie das... Hä, warte mal. Muss ich drauf schießen oder so? Wie funktioniert das hier? Oder kriege ich die passiv, die Diamanten, Leute? Also ich bekomme irgendwie auf jeden Fall Diamanten, aber ich check nicht, wie das geht. Also, ich baue da ab und da passiert gar nichts. Ich verkaufe die jetzt mal kurz, weil... Hier, guck mal, hier Diamanten, 2000 Gold. Oh mein Gott. Dann Quarz und diese Charts hier. Okay, jetzt haben wir alles verkauft. Jetzt gehe ich nochmal hin, Freunde. Und jetzt gucke ich nochmal, ob ich die farmen kann. Ich weiß halt nicht, ob der Altar wirklich so gut ist. Der kostet 30.000. Haben wir aber auch bald zusammen. Nee, also ich glaube, ich muss pickaxen, Leute. Ich glaube, ich muss pickaxen. Warte mal, hit me. Okay, ich pick jetzt hier... ich pickax mal jetzt hier und ich gucke jetzt mal, ob ich Items bekomme oder ob das irgendwie geht hier. Oder muss ich hier vielleicht doch raufschießen? Nee, raufschießen auf jeden Fall nicht. Also man muss hier safe pickaxen. Irgendwie vielleicht hier so hinten oder so. Doch, jetzt habe ich 2 Diamanten wieder bekommen. 2 Diamanten sind 4.000 Dollar. Okay, es dauert wohl ein bisschen, bis man hier was kriegt. Boah, Bro, ich sag dir ehrlich, meine Diamantfarm läuft. Die läuft, das ist gut, das ist gut. Ja, du machst wahrscheinlich noch Raid, ne? Für Altar. Ja, machst du noch Raids, also allgemein so, frage ich jetzt so. Brauchst du ja. Für was denn? Kann ich dir nicht sagen. Aber mach du mal deine Diamanten da, die du da machst. Also man... Ah, okay, Freunde. Okay, ich kann jetzt irgendwie was von den Göttern bekommen. Davon brauchen wir 50 hiervon. Aha, davon brauchen wir 50 hiervon. Ja, Bro, das Ding ist, du machst nicht mal Diamanten gerade. Er hat's gecheckt. Ich brauche keine Diamanten, Digga, gerade. 50 davon. Okay, Leute, also wir müssen jetzt hier gerade noch ein bisschen was farmen. 50 Sachen von jeweils und dann kriegen wir irgendwie von den Göttern irgendwelche Sachen. Also die Frage ist, was wir dann von den Göttern bekommen, ob das OP ist. Ich werde das jetzt mal zusammensammeln und dann werden wir denen mal das, mal geben. Hä? Jetzt bin ich gerade wieder einfach zurückgekommen. Ich glaube aber, wir haben wieder 2 Diamanten. Ich glaube, ich farm jetzt erstmal die Schweinchen. Bro, ich frage mich halt, ob das OP ist, was man von den Göttern da bekommt. Sag ich dir ehrlich. Was denkst du? Jetzt haben wir das gemutet. Okay, weil hiervon brauchen wir auch 50 Stück, Leute. Hiervon brauchen wir 50. Ich frage mich halt, Bro, ob das OP ist, was wir da von den Göttern bekommen. Das frage ich mich auch. Also es muss ja OP sein. Ja, anders geht's ja nicht. Also anders geht's ja nicht. Farmst du jetzt also quasi auch für die Götter gerade? Boah, kann ich jetzt wieder... Bro, du frägst auch viel zu viel. Warum? Kriegst viel zu viel. Du musst mal ein bisschen hier, ne? Bro, ich frage ganz normale Fragen. Warum kann ich das hier nicht aufheben, Leute? Ey, ich glaube, ich spiele wieder Dings hier. Also irgendwie buggt das ein bisschen. Ich glaube, ich spiele nächstes Mal wieder mit Controller. Ich spiele nämlich heute mal mit Maus und Tastatur. Ah, okay. Dass du es einfach mal ein bisschen einfacher auch hast. Ja, stimmt. Ey. Hast du auch recht. Also ich würde sagen, wir müssen natürlich den Tycoon fertig bauen, aber wir müssen hier auch das für die Götter fertig machen. Ja, safe. Also das ist ja das Wichtige, die Götter da auch fertig machen. Boah, das ist ganz wichtig. Die wollen... Die Götter wollen viel, die Götter wollen viel. Ich kann meine Diamanten da nicht abgeben, Leute. Die wollen echt viel. Die Frage ist halt... Hä, aber jetzt mal dumme Sache, Bro, wegen den Diamanten, ne? Ja. Irgendwie, manchmal ist es ein bisschen weird, Digga. Da kommt ja zufällig was raus, oder wie? Wie, was zufällig? Verstehe ich jetzt nicht. Warum habe ich jetzt einen ganzen Diamanten gehabt, hä? So einen richtig krassen Diamanten. Hm. Na gut. Das war Quarz gewesen. Okay, Leute. Das war Quarz.
Ja, Seven, man muss da natürlich auch ein bisschen durchsehen. Sag ich jetzt mal. Das ist ganz wichtig, dass man auch von vielen Sachen einen Plan hat, verstehst du? Ja, ja, safe, safe. Und die Dinger, die du immer machst. Die stimmen nicht, ne? Das ist, ich sag mal so, du machst auch viel Quatsch. Und du hast eine Sache falsch gemacht, und das ist, sag ich dir jetzt zuerst, du hast zu früh den Altar gebaut. Das kann, also ich sag dir ehrlich, das kann schon ein Fehler gewesen sein. Du bist jetzt schon raus, meiner Meinung nach. Du bist jetzt schon raus. Du hast jetzt schon verloren. Hm, weiß ich. Okay, Fleisch haben wir hier wieder nachgefüllt. So, Leute, die Götter sind gleich auch hier besänftigt. Das heißt, wir machen gleich nochmal einen extra Boost. Ich werde jetzt gleich nochmal alles hinliefern. Ich werde jetzt hier nochmal komplett die Schweinchen killen. Und dann bin ich fertig. Und dann bin ich fertig, Bro. Was sagst du dazu? Das wäre krass. So, ich muss hier gleich die Dings mal angellos werden. Ja, aber das ist ja easy hier. Guck mal hier, schön, Leute. Guck mal hier, die respawn auch immer. Zack. Jetzt müssen wir hier, die Angel brauchen wir auch nicht mehr. Können wir die wegwerfen, die Angel? Angel brauchen wir nicht mehr. Boah, Junge, wie viel Schweinefleisch hier habe, Junge. Wildschweinfleisch, lecker Schmecker. Hast du schon die Advanced Armory eigentlich? Noch nicht, klar, ne? Ja, klar, alles. Junge, ich habe das Schiefhaus schon. Ich habe das Schiefhaus alles. Das werde ich jetzt mal fertig bauen hier. Okay. Okay. Was ist jetzt wieder? Okay. Vorbei. Vorbei, Leute. Vorbei. Also es gibt eine Geschichte. Kann ich nicht drüber reden. Mhm. Kann ich nicht drüber reden. Das ist zu heftig. So, ich gehe jetzt erstmal nochmal eine kleine Fleischration abliefern. Bist du mit Fleisch schon durch? Mit Fleisch? Ja. Ja. So, Leute. Oh, 16 Stück fehlen noch. 16 Stück Fleisch fehlen mir noch. Und dann habe ich das fertig. Ich glaube, das andere wird halt ein bisschen einfacher. Ich habe jetzt hier gerade schon ein paar OP-Waffen freigeschaltet. Thors Hammer, Odins Schwert und so. Hast du das auch schon? Nee, das habe ich noch nicht. Hast du noch nicht? Also, ich habe das da stehen, aber ich habe es halt noch nicht gedingert, ne? Also, du hast es auch schon quasi freigeschaltet. Ja, klar. Ja. Also, du hast bei... Okay, er hat alle Schwerter schon, so, Leute. Die Schwerter habe ich noch nicht, aber ich habe halt schon das Haus und so. Ja, ich finde es auf jeden Fall heftig, wie du halt Sachen, so viel Sachen schon hast. Also. So, jetzt haben wir hier nochmal 4, 8, 12 Dings. Das müsste sogar eigentlich. Ja, Fleisch müsste locker reichen. Fleisch sind wir full. Und dann muss ich. Oh, Leute, dann muss ich mir noch die Upgraded Dings holen. Die Upgraded Waffen. Und dann sind wir eigentlich durch. Ah, okay. Nein, jetzt check ich's. Jetzt check ich, was die Sachen machen. Was denn? Vorbei. Du meinst beim Altar, oder was? Ja, aber wir müssen alles freischalten, hat man gesagt, ne? Naja. Alles freischalten. Ja. Okay, oh, ich bin wieder im Wasser gefallen, aber ist kein Problem. Ich werde eh gleich geportet. Zack, da sind wir da. Leute, da wir ja gesagt haben, wir müssen uns da alles am Altar freischalten, haben wir jetzt das erste gemacht und haben wir einen kleinen Speed-Boost bekommen. Also kriegt man quasi immer irgendwelche krassen Boosts, wenn man da halt die Sachen abschließt. Und wir werden aber erstmal den Tycoon fertig bauen, dass ich bessere Waffen kriege, weil dann kann ich nämlich hier die Sachen, die ich auch brauche, viel, viel schneller farmen, wenn ihr wisst, was ich meine. Das wird auch gleich viel besser werden. Wir brauchen nämlich 40.000 einmal. Und wir brauchen 50, diese dicken Dinger hier, Leute, muss ich 50 mal killen. Boah, das wird so viel. Aber ich glaube, dann werde ich einen sehr, sehr krassen Booster halten. Und Seville ist eh hinter mir. Weil das Problem ist, Seville hat einen Fehler gemacht beim Bauen und er weiß es mittlerweile selber. So, jetzt reicht das, glaube ich, erstmal. So, das reicht, Leute. Jetzt können wir nämlich wieder zurückgehen. Jetzt werde ich das, was ich habe, verkaufen. Zumindest die einen probiere ich zu behalten. Das werde ich verkaufen, das hier. So. Jetzt haben wir... Ja, wichtig. Die anderen 6 Stück können wir behalten. So, Advanced Armory. Boom. Hast du jetzt erst die Advanced Armory? Oh mein Gott. Ja, habe ich jetzt erst? Okay. Ist das jetzt... Also du warst schon quasi vorher gewesen, oder was? Hast du es vorher gehabt? Nee, aber ich dachte, du wärst viel weiter. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade dabei, mir alle Boosts zu holen. Okay. Also ich denke mal, das wirst du gleich merken. Okay. Die Mine hast du ja auch schon, ne? Die Mine hast du ja auch schon seit längerem.
Oh, die habe ich Retalk schon übel lang. Also die Mine, also aber das. Guck mal, die Mine hattest du ja nach mir gehabt. Ja, das stimmt. Das war ja auch das Hauptproblem gewesen. Ja. Weil ich denke mal, da hast du auch mehr gecheckt, dass ich mehr Geld verdient habe wie du. Ja, das stimmt. Aber ich habe gerade so viel Diamanten gefarmt, Bro. Ich habe so viel Geld gemacht noch gerade nebenbei. Ja, Bro, Geld bräuchte ich nicht mehr. Geld, Geld ist für mich nur noch hier so eine zweite Geschichte. Okay, ich muss jetzt hier Dings machen. Freunde, wir müssen jetzt hier erstmal, ich muss jetzt erstmal noch komplett auf Farming gehen. Ich muss jetzt 50 von diesen riesen Monstern killen, dass wir diese Sache für die Götter da fertig haben. Und dann werden wir nämlich komplett durchdrehen. So, Savile, das sieht jetzt nicht gut für dich aus, weil ich habe jetzt 50 Ungetüme gekillt. Okay. Und das heißt, ich kann mir den nächsten Boost beim Altar holen. Und ich glaube, der wird sehr, sehr krass werden. Den ersten Boost habe ich ja schon bekommen. Jetzt werden Was wir ist das für ein Boost? Sag ich nicht. Oh mein Gott. Junge. Okay, jetzt sind doch die beiden Sachen, die wir brauchen. Und dann haben wir hier eigentlich... Ich muss natürlich noch... Oh mein Gott. Ich habe noch 107 Skelette. Damit kann ich jetzt noch mein Dorf gleich upgraden. Also komplett mein Dorf upgraden. Guck mal hier. Ich bekomme für jedes 200. Ja, vorbei. Ich denke mal, das war's für dich. Ja, guck mal bis zum Late Game. Ja, nee, das war's wirklich für dich. Bro, du glaubst gerade nicht, wie viel Geld... Ich habe gerade 66.000, ja, aber 65.000. Geld juckt, Bro, ich habe auch 52k, aber es juckt ja nicht Geld. Doch, interessiert. Geld juckt ja gerade gar nicht. Doch, interessiert. So, jetzt gehen wir hier weiter in der Mine. Und jetzt muss ich hier nämlich in der Mine ein bisschen arbeiten. Also, Savile, lass mich mal bitte kurz in Ruhe. Ich lass dich in Ruhe. So, ein Diamant haben wir schon. Ich muss jetzt erstmal hier in der Mine abbauen. Leute, ich bin jetzt hier gerade immer noch am Abbauen. Das Ding ist, es ist hier ein kleiner Bug. Man muss sich immer hier so komisch bewegen. Vor dem Stein hier, dass man diese Diamanten kriegt. Selve hat die anscheinend schon fertig. Aber ihr seht, man kriegt diese komischen Diamanten einfach full selten. Ich check's auch nicht. Also manchmal bekommt man die. Manchmal bekommt man die hier. Jetzt habe ich mal wieder einen bekommen. Und davon brauchen wir jeweils 50 Stück. Von denen hier, guck mal, ich zeige euch das mal. Warte mal, wir haben... Hiervon haben wir schon 59 Stück, aber ich brauche von den anderen Diamanten hier auch nochmal jetzt 20 Stück. Und Savile braucht nur noch eine Sache. Da müssen wir gucken, wer da schneller ist. Also du, Savile, musst jetzt quasi nur noch auf die Monster gehen, oder was? Ja. Okay, ja, ich baue hier ab. Aber denk dran, die Waffen müssen wir im Schiefhaus natürlich auch freischalten, ja, ne? Safe, Bro. Ja, safe. Also, jetzt habe ich aber gut Diamanten hier gerade bekommen. Das Ding ist, es gibt hier nämlich so einen kleinen Bug, den hat Savile ein bisschen früher herausgefunden, wie man die halt schneller bekommt. Was für ein Bug denn? Sag mal, das sage ich dir, ob es stimmt. Ja, davor laufen. Nee, das habe ich nicht angewendet, um ehrlich zu sein. Einfach davor laufen. Nee, um ehrlich gesagt nicht. Ja, was hast du denn für einen Bug angewendet? Ich hab keinen Bug angewendet. Du hast einfach generell mehr Diamanten so bekommen. Ja, also du hast ja gesehen. Ich habe ja vor 5 Minuten ungefähr das fertig gemacht. Ja, Bro, ich bin jetzt, also ich fehlen jetzt nur noch 3 Diamanten, dann bin ich durch. Und dann hole ich mir noch meine Superboost. Wie viel fehlen dir noch? Nur noch ein Boost. Ja, aber und wie viele Dinger fehlen dir noch? Boah, das kann ich nicht sagen, weil es wird halt übel eng, Bro. Nee, die Waffen musst du auch noch freischalten und da habe ich mehr Geld wie du. Also von daher, alles gut. Alles gut, ja, mein Bester. Wie viel Geld hast du denn auf der hohen Kante? Kann ich nicht sagen, kann ich nicht drüber reden, weil du. Bro, sagst, ich habe noch richtig viele Diamanten, die ich noch abgeben kann, ne? Die habe ich gar nicht abgegeben. Ah, ja, Bro, bleib mal ganz locker. Mann, warum kriege ich jetzt keine Diamanten mehr? Leute, ich brauche noch 12 Stück. Also oh, Leute, wir haben jetzt Diamanten brauche ich noch. Ich habe jetzt den letzten Bonus. Ich habe jetzt gleich den letzten Bonus und noch ein paar Zombies. Oh, ey, Bro, sag ehrlich, das wird knapp. Das wird knapp, ja, aber ich habe jetzt, warte, ich habe jetzt 40 Diamanten. Wie viel hast du, wie viel Zombies hast du da eliminiert? Ich habe full, jetzt kann ich abgeben. Okay. Und ich habe alle Boosts jetzt, Bro. Ich habe alle Boosts vor dir gemacht. Ja, Boost, ja, weil du, wie gesagt, du hast es hier schneller mit den Diamanten rausgefunden. Oh das mein... Das ist das Einzige. Okay, Bro. Aber es wird nicht reichen, Freunde. Also ich bin jetzt durch mit dem Altar. Okay, krass. Mir fehlen noch... Oh, 3 Diamanten, Leute. 3 Diamanten. 1 Diamant. Boah, jetzt kann ich hier ganz viel abgeben. Ein Diamant. So viel, ein Diamant. Komm. Ein Diamant, ich hab ein Diamant. Let's go. Ich kann dich jetzt... Wie viel Geld hast du auf der hohen Kante, Ella? Kann ich nicht sagen, das ist richtig knapp. Aber ich kann jetzt auch alle Boosts holen. Ein Schwert habe ich schon. Okay, GG. Ein Schwert habe ich schon tatsächlich. Oh, das wird jetzt echt knapp, Leute. Einmal hier. Boom, Resive. Was? Du hast Instant Reload gehabt? Ja, und Damage Boost hast du auch noch gehabt? Das ist okay, krank, Digga, das ist krank. Okay, mir fehlt nur noch Odin's Sword. Thor's Hammer. Hä, warum kann ich das kaufen? Ah, jetzt. Jetzt, okay, das Leute, mir fehlt nur noch...
Odins Wort. Okay, mir fehlt das auch nur noch, aber ich habe jetzt noch nicht verkauft. Mein Gott, okay, Leute. Ich gehe jetzt noch verkaufen, das wird so knapp. So, Freunde, jetzt wird hier übelst verkauft. So, let's go. Oh mein Gott, Digga, Leute, das wird echt knapp. Verkaufst du gerade auch? Ja, ich habe gerade viel verkauft, aber ich muss gerade wieder hitten, bisschen. Ich muss gerade hier wieder ein paar Sachen machen. Oh, nee, das wird nicht reichen. Das wird reichen, Leute. Ja, bei mir hat es auch nicht gereicht, Bro. Nee, ich meine, bei mir wird es reichen. Wie teuer ist das? 150.000? Nee, ich glaube 200k war es, glaube ich. 200k, okay, wir haben jetzt halt noch so... Oh mein Gott, okay, ich habe so viel Quarz, Bro. Oh mein Gott. Quarz hatte ich auch ganz viel, aber das alles abgeben ist schon heavy. Ja, das dauert. Wie viel hast du jetzt gerade, wie viel Geld? Nein. Sag mal bitte. Nein. Hey, sag doch mal. Nein, Bro, auf keinen Fall. Sag jetzt. Auf keinen Fall, Bro, auf keinen Fall. Ja, dann wirst du doch direkt sehen, ob du gewinnst oder verlierst. Nee, dann wirst du das ja aber auch sehen, ob du direkt gewinnst oder verlierst. Boah, Leute. Aber Bro, sei mal ehrlich, du hättest nicht gedacht, dass ich so krass noch aufhole. Das nicht, oder? Ich finde, du hast nicht krass aufgeholt. Du hast nur früher mit dem... Aber wir brauchen beide nur noch ein Schwert. Ja, aber ich habe viel, viel mehr Geld. Ich bin mir sicher, ich habe viel, viel mehr Geld wie du. Das ist das Ding. Okay. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Okay, also wir gucken jetzt mal. Guck mal, ich bin immer noch am Quarz verkaufen, ne? Ich bin immer noch am Quarz verkaufen. Okay, ich sag dir jetzt, wie viel Geld ich habe. Ich habe 100.000. Du bekommst halt nur 100 Dollar pro Quarz, ne? Wie viel Geld hast du? Ich habe 100.000? Ich hab nicht so viel. Okay, dann haben wir gewonnen, Leute. Dann haben wir gewonnen. Ich habe echt nicht so viel. Sag ich dir Real Talk? Hast du in der Nähe... Wie bitte? Hast du was in der Nähe? Darüber kann ich nicht reden, aber ich habe gleich direkt 100.000. Also du sagst, du hast jetzt gleich direkt 100.000. Ja, es kann sein, dass du mehr Geld hast, das schon, aber... Ja, aber dann kaufe ich mir noch die letzte Waffe viel, viel früher wie du. Ja, aber währenddessen du da dein Quarz machst, Bro, mache ich andere Sachen. Ja, er wird jetzt halt jetzt auch noch gefarmt, Leute, aber das Ding ist... Nee, ich glaube, das wird nicht reichen, ich sag dir Re-Rap. Ich glaube, das wird nicht reichen. Also ich glaube, das wird nicht reichen. Okay. Es wird auf jeden Fall knapp, wenn ich jetzt hier alles abgebe, mal schauen, wie viel ich krieg. Wie viel kostet das? 200k oder 150k? 200k. Wow, okay. Ich glaube, da musst du nochmal farmen gehen. Ich bin ganz Zeit am Farmen. Seitdem, wo ich zurückgegangen bin bei den Zombies, war ich nur am Farmen. Okay. Ja, ich bin ja auch. Ich habe ja die ganze Zeit gerade verkauft. So, jetzt haben wir nochmal gut Items dazu bekommen. Das ist jetzt hier wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja, ist krass. Aber ich glaube trotzdem, dass ich vorne bin. Also ich sag's dir, Real Rap. Wann gehst du verkaufen? Oh, weiß ich nicht. Ich sammle noch ein bisschen. Du sammelst noch ein bisschen? Okay, Leute, ich werde gleich verkaufen gehen, weil ich glaube, ich hab's gleich. Wir haben jetzt hier nochmal 100 Quarz. Das sind nochmal so und so viel. Dann die Diamanten, dann das andere Zeug. Warte mal, wie viele Diamanten haben wir? Boah, das könnte reichen, Leute. Das könnte reichen. Ich gehe jetzt auch verkaufen gerade. Das könnte reichen. Ich muss jetzt halt die ganze Zeit verkaufen, alles. Oh Gott. Oh Gott. Das wird ganz knappes Ding. Oh Gott. Okay, ich glaube, das wird reichen, Leute. Nein, hoffentlich nicht, Bro. Hoffentlich nicht. Oh mein Gott. Ey, Ding hat mich angegriffen. Ein Schwein. Ja, weil du ein Schweinchen bist, Bro. Deswegen hat er dich angegriffen. Okay, wie viel fehlt noch? Oh mein Gott, es fehlt nur noch so wenig. Nein! Okay, wir müssen noch mal kurz farmen gehen. Nein! Oh mein Gott, Bro. Alter, ich... Oh, ich weiß, ob ich schaff. Sag mal deinen Trick jetzt mit den Diamanten, Bro. Was hast du da für einen Trick? Kann ich nicht machen. Bro, ich hab 282 Quarz. 282 Quarz. Ja, aber gut, das ist immer nur 100. Also 10 sind 100, das ist... Ja. Boah, mein Finger tut weh, Freunde. Bro, ich hab's gleich. Bro, er hat irgendeinen Trick hier, wie er krasser farmt, Leute. Ich sag euch, Spiel Rap, er hat irgendeinen Trick, glaube ich. Bro, wie viel Geld hast du? Ich sag's dir nicht, weil du sagst auch nichts mehr. Sorry. Bro, mein Finger tut weh. Ich hab nur 146. Okay, komm. Aber ich muss das abgeben. Er hat hier irgendeine Sache, Leute, wie er schneller Dings gefarmt hat. Die Diamanten, glaube ich. Aber ich weiß halt auch nicht, ob er blufft. Ich glaube jetzt bei uns... Nein. Real Talk, ich hab einen Trick. Bro, ich hab's gleich. Komm. Oh mein Gott, nein. Nein, Bro, mir fehlen 2000. Bro, mir fehlen 8000. Nein. Ja, wir haben gewonnen, Leute. Wir haben gewonnen. Nein. Ich hab's gekauft.
Gold umsetzen. Ja, rein. Ja! Hast du gekauft? Ich hab's gekauft. Oh Mann, ich hab's erst jetzt gleich. Let's go. Also hast du mal wieder Müll gelabert. Bro, aber guck mal, du hattest. Ich hab's erst, warte. Jetzt kann ich's kaufen, Odins Schwert. Bro, aber für die Zeit, dass du viel mehr Geld hattest als ich, hab ich ja geisteskrank aufgeholt. Das ist schon heftig. Hey, fand ich nicht. Sag mal, was war denn jetzt dein Trick mit der Mine, Bro? Komm, ich zeig dir den Trick. Komm mal mit. Jetzt hör mal auf! Guck mal, du musstest, das war ganz einfach, Bro. Und wenn du jetzt sagst, das ist Schwachsinn, das stimmt nicht, was hab ich eingeholt? Oh. Guck mal, wenn du ja drauf haust, macht es ja so dieses 0815. Also ich hab Autofick an. Oha, ja. Genau. Aber wenn du so machst, wo sich nichts bewegt, bekommst du mehr. Hä, hey, Bro, das. Bro, ey, bitte rede dich. Alter, Leute, Bro, ich hab dich eingeholt fast. Lasst Like und Abo da, easy gewonnen gegen Savage. Ja, easy, ciao.